Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play. Servus. Grundsch. Ja, doch, Grundstein, ist das so. Ich bin gut. Ich mach das Mikrofon ein bisschen runter, weil sonst bin ich übersteuern. Ich hoffe jetzt, ich habe die letzten Folgen nicht so übersteuert, weil das wäre kacke gewesen. Ich hoffe es nicht. Gerade eben bin ich hier wieder in der letzten Folge. Ja, okay. Letzte Folge bin ich hier verhockt. Sieht mir hier sehr geil. Uiuiui. Lol. Lol. Ergas. Schaffe ich's hoch? Lol. Lol. Das Windseil zieht. Wie das den Bulli einfach den Berg hochreißt. Guck mal. Alter. 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 Das brennt noch nicht. Ich glaube, wir brauchen echt hier noch mehr Unterstützung. Wir müssen fast 5 zu 6 reden. Also wenn jemand Lust hat, dann schreibt es in die Kommentare. Genau. Grundstein ist so eine fette Map. Hast du fette Lupe? Wieder einen ganzen Zirkus gefrühstückt, bitte. Warum haben die das so lustig an? Ha ha ha. Lachen. Okay. Meine Witze besser. Ja, Lucke. Ein Clown zum Frühstück. Nein, aber ein ganzen Zirkus gefrühstückt. Okay. Spaß, ich hab auf der Witzzeitung geschlafen. Sorry, jetzt wird's niveaulos. Oh, Gefilde. Jo, wahrscheinlich, wie schnell fahren wir da rum? Irgendwie gibt's hier noch ein paar kleine Kombinationen. Mit Windeln. Den Timer gestartet, muss ich. Ja, habe ich. Na gut. Wie weit ist Logge? Du bist schon sehr weit. Naja. Also für ein Logge. Du hast mich gerade beleidigt. Hä, wieso? Du hast mich gerade beleidigt. Klar, jetzt gehe ich aus dem Spiel raus. Okay. Tschüss. So, der nächste bitte. Jetzt ist Luge beleidigt. Die Kunderin. Ja, leck mich am Arsch, ist die Pisten dran. Ich komm dir gleich und helf dir, also wenn ich hier fertig bin. Also so. Ja, was machst du nach unserem Aufnahmerendezvous? Was? Was machst du nach unserem Aufnahmerendezvous? Ich will nicht Fernsehen schauen. Ich tu jetzt erstmal nach einem schönen Wort, bevor du schiebst. Wir könnten mal einfach an, solange bei ihnen wir mal Lust haben. Echt? Also, ich habe eine Zeit. Aber wir können, ich denke mal, wir werden das 4 Folgen aufnehmen und dann passt das schon für heute. Wir brauchen mal ein Thema.
Arm. Ah, ich habe eine Idee. Weißt du, also hast du eine Ahnung von Projekten, die diesen Sommer realisiert werden? Also Neubauten, Renovierungen, also halt von Seilbahnprojekten, die diesen Sommer realisiert werden? In Stubai 3. Okay. Interessant, habe ich noch gar nicht gehört. Na? Schon wir? Ja. Lass mich überlegen. Saalbach, Gonsendorf. Ja, das hat Johnny erzählt, aber doch habe ich jetzt noch gar nichts davon gehört. Doch, ich schicke dir mal ein Bild per WhatsApp. Ich glaube, schön leiten kann es das. Ja, schön leiten. Schön leiten und dann auf Zell am See, aber das so ist ja Verbindung nach Zell am See, gell? Ja, aber das ist ja übel weit. Da, wenn du irgendeinen Zeitungsartikel hast, dann schickst du mir da einen Link. Weil ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Zeitungsartikel zu den Investitionen im Allgäu. Da habe ich einen. Muss ich gerade gucken. Habe ich in meinem Schrank liegen, glaube ich mal. Nein, er ist nicht mehr da, glaube ich. Hoffentlich. Nee, keine Ahnung. Ich finde ihn gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich einen interessanten Zeitungsartikel. Was die Investition bezüglich zum Beispiel das Höchste oder Nebelhorn, Fellhorn und so, also im Allgäu betrifft. Also es wird ja am Fellhorn wird ja der Gipfellift ersetzt. Die Bergstation des Gipfellifts ist ja jetzt nicht an der Bergstation der Fellhornbahn, sondern etwas tiefer gelegen. Und ja. Aber habe ich mal ein bisschen mit dem Bergmann Niki über philosophiert, warum es so ist. Und da hat er halt gemeint, dass die halt den Fellhorn-Gipfel quasi nicht machen wollen, was auch meines Erachtens logisch ist. Und also wer die Fellhornbahn nicht kennt, besteht aus zwei Sektionen. Das sind Pendelbahnen. Und beide Sektionen, also die untere Sektion ist zweispurig und die obere Sektion war mal zweispurig. Die haben sie ja jetzt schon einspurig gemacht. Und ja, ist das eine Standseilbahn oder nee, wie? Nee, es ist Pendelbahn. Ach so. Kennst du doch von Stutzmatt die eine einspurige Pendelbahn noch, oder? What? Na, es gibt bloß zweispurige. Nein, es gibt auch einspurige Pendelbahn. Ja, wenn Stutzmatt nicht. Nee, doch, da gibt's eine einspurige Pendelbahn. Weiß man. Ja, stimmt, kann sein. Ja, weißt du, da, Ja, ich weiß schon. Wo die eine, ja, aber Stutzmatt habe ich früher habe ich Stutzmatt richtig, habe ich gefeiert. Nein, nicht, weil man da nirgends Pistenraupen hinstellen können. Ja, okay. Beziehungsweise, was heißt, ich hab's gefeiert. Ja, okay, fand die Map halt cool, weil es die einzigste Map war, die es gab. Wie lange brauchst du noch? Zum Präparieren, hier die zwei. Mhm. Bin fast fertig. Ich muss jetzt nur noch den einen Abschnitt da unten und dann kann ich zu dir kommen. Kann ich ja schon mal den unteren Teil von der... Ah ne, da machen wir so. Oh, ich freue mich schon wieder aufs Schwimmbad. Schwimmbad, Dreschen, Quadfahren, alles. Dann machen wir, fahre ich dies dann rund, mach den unteren Teil der 1 und komm danach mit dem Everest hoch und mach da die 12, 11 und beziehungsweise macht dann die 11 oder ich weiß noch nicht, ob ich es mit dem Beast machen soll. Ja, da ist ein großes Mal. Na, ich glaube, wir machen es doch lieber.
Wann kommt der Johnny wieder? Weiß ich nicht. Muss ich ihn fragen. Er kann ja auch mal mitspielen. Ja, aber dann wird's wieder unten. Also Johnny, wenn du das jetzt hörst, nein, das ist gar keine Beleidigung. Und wenn dann der Pistenbully noch dabei ist, wenn der auch mal wieder irgendwann... Dann eskaliert's gut. Dann am besten noch der Maxi 2 dazu und dann... Ja, dann geht gar nichts mehr. Dann geht gar nichts mehr. Vielleicht mache ich mal irgendwann mal wieder Livestream, so 2-3 Wochen. Samstag oder Freitagabend, vielleicht. Muss ich mal schauen. Von Kronstein. Vielleicht wieder, also auf jeden Fall werde ich wieder so einen Abschieds-Livestream machen. So wie bei Großeck. Naja, bis du abschließt, da haben wir noch ein bisschen. Ziemlich. Ja, leck ist die Schack. Pistenbrat. Schon gleich, also demnächst, so in der nächsten Folge. One sound seven years old. Zifix. Jetzt kommt das Fieber schon wieder. Jetzt warst du die ganze Zeit weg, jetzt kommt es wieder. Hast du irgendwas gemacht? Ja. Ah, ich könnte ausrasten, Alter. Dagegen hilft nur der nervige Warnton vom AMP. Wieder weg? Ja, ist wieder weg. Ja, jetzt reicht's. Ist der weg? Ja, ist weg. Na, dann weiß ich, an was das liegt. An was? An dem Adapter, wo ich immer am Computer stecke. Für den Xbox Controller. Signale oder so. Als wir LS aufgenommen haben, hast du es erst auf meinem Controller. Ja. Daran hat es vermutlich gelegen. Kennst du Pistencarver? Wie? Dem gehört auch das, also Modell Skigebiet Murtal, sagt ihr das? Na. Okay. Weil der. Mit dem, oh Gott, da haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Also auch mal wieder. Der hat richtig hart, also. Er hat mal ein Bild von seinem. Arbeitsplatz, also in Anführungszeichen Arbeitsplatz, halt da wo er SS spielt, gezeigt. Das ist abnormal. Der hat ein Lenkrad, was hat er alles? Gaspedal, Joystick fürs Schild zum Steuern. Alles. Ich glaube, der Typ hat zu viel Geld. Manchmal. Da fahre ich lieber mit dem echten Pistenbully. Na, was willst denn du machen, wenn du irgendwann mal Abschluss hast? Willst du also berufstechnisch? Keine Ahnung. Irgendwie so. Landschaftsgärtner war geil. Landschaftsgärtner? Ja, aber da ist halt abends Arbeitszeiten und Scheiße. So muss man am Wochenende. Auch, und man muss um 6:30 ist schon Abfahrt und mal schauen, wo es mich hinschlägt. Ja, und so Maschinenbau oder so, oder alpine Sachen? Ja, Bergbahn schon geil. Bergbahn schon übel geil, irgendwie so Vermessungstechniker oder so. Das war schon echt Hammer, aber mal schauen. Ja, ich würde gerne zu Schneestern gehen. Also, Schneestern baut ja Snowparks und Bikeparks. Und du kennst ja einen 400er Park, da ist ja auch das Logo von Schneestern drauf. Schneestern kommt aus Kempten, kennst du ja. Mhm. Also ist ja nicht weit von hier, beziehungsweise auch von mir. Ja.
Wie weit ist es? Camp. Es ist von mir aus 60, 70 Kilometer. Ja, das geht, aber du müsstest halt dann wahrscheinlich auch hitzen. Ja, natürlich. Aber das Geile ist halt, bei Schneestern, du kannst da alles möglich machen. Parkdesigner sein, also halt einen Parkplan oder kannst auch zum Beispiel, Schneestern stellt ja eigene Shaper quasi zur Parkpflege da, also stellt den zur Verfügung. Und also zum Beispiel, also Shaper kannst du Parkplaner oder du kannst auch vor Ort also mithelfen, den Park quasi aufzubauen. Oder kannst auch, wenn du zum Beispiel also Metall, so Schweiße oder so bist, kannst du halt die ganzen Obstacles zusammenbauen. Das finde ich halt geil. Ja, aber Schwarzer ist bestimmt auch ein harter Job. Also ich würde da eher so gerne also vielleicht am Anfang so Shaper oder so machen. Dann mich halt so Hocharbeit, so Projekt, Leiter. ja, Leiter nicht, also Projektbetreuer vielleicht. Also Leiter ist ja schon klar, weil da muss schon gut sein. Ja, das ist klar. Oder ich gehe vielleicht, oder ich mache irgendwie Studier oder so, obwohl ich eigentlich auf dem Studium ehrlich gesagt keinen Bock habe. Ja, Studium da Na, vielleicht bin irgendwie. ich glaube ich auch fast ein bisschen schlecht, weil ich bin jetzt in der Realschule, war ein Dreier, Vierer. Ja, Aber ich bin okay. jetzt in der Realschule Chor, eins Schüler und dann das Studieren eigentlich scheiße. Ja, klar. Und der Timer ist abgelaufen und es heißt, dass die Folge zu Ende ist. Perfekt. Würde ich sagen, was mit der dritten Folge? Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Tschüss. Tschüss.